Hallo ihr Lieben, ja, dieses Video ist also beantwortet so ein paar Fragen, die ich bekommen habe. Zum Beispiel, wie fängt man denn an, wenn man sich mit Wildpflanzen gar nicht auskennt? Dann sammelt am besten das, was ihr tausendprozentig erkennt. Also die Brennnessel beispielsweise, da ist es auch egal, ob männlich oder weiblich, mit Stiel oder ohne. Die weiße Taubnessel zum Beispiel, den Löwenzahn. Gänseblümchen, solche Sachen. Ne? Und wegen der Menge, da kommt es halt immer darauf an, wo ihr herkommt. Also ernährt ihr euch gesund? Wie ernährt ihr euch? Jemand, der von Pizza und Fertigprodukten kommt, hingegen von jemandem, der sich beispielsweise pflanzlich ernährt, da sind die Dosen immer ganz anders. Also man fängt immer mit kleinen Dosen an, weil jemand, der beispielsweise von Pizza und Co. kommt, bei den ersten Mengen an Wildpflanzen entgiftet der Körper erstmal. Ne? Also Gesundheit entsteht im Darm und der Darm hat viele Giftstoffe, die eben durch diese Fertigproduktzusatzstoffe vergiftet werden. Und in einem basischen Organismus können gar keine Krankheiten entstehen. Also Gicht, Arthrose, Rheuma, solche Sachen. Klar, Fehlstellung ist was anderes, aber das kommt dann hinterher. Ne? Zuerst sind halt die Entzündungen im Körper und der Körper sendet Signale. Der Mensch hört da nicht drauf oder geht zum Arzt und kriegt da irgendwas verschrieben. Aber die Ursache wird eben nicht angegangen. So. Und Wildpflanzen, auch Nüsse, Beeren, Wurzeln, Blätter, auch Baumblätter, die sind alle basisch, alle. So, und selbst kleinste Mengen an Wildpflanzen halten euren Körper basisch. Also ihr benötigt dann nicht mehr diese Basenpulver, diese teuren Sachen oder, weiß ich nicht, Urinstreifen, um zu testen, wie euer pH-Wert ist im Körper. Ne? Also kleinste Mengen reichen aus. Fangt einfach an. Also wirklich mit dem Kraut, vielleicht was auch bei euch im Garten wächst, der Giersch wächst euch über den Kopf, dann rein damit. Und wenn ihr nicht wisst, ja wie denn und was denn und überhaupt, dann macht einen Kurs bei einer netten Kräuterpädagogin oder Pädagogen. Da muss aber die Chemie stimmen, also das ist ganz, ganz wichtig. Also wenn die irgendwie mit euch irgendwo lang geht, an der Hauptstraße, überall liegt Hundekot oder so, dann ist das nicht die richtige. Wisst ihr, was ich meine? Dann passt das einfach nicht. Ne? Also sucht euch eine tolle Kräuterpädagogin und geht einfach mit der mal so zwei, drei Kräuter euch angucken. Ne? Und das reicht erstmal. Für den Anfang reicht das. So. Und also Einzelheiten würde ich mir dann auch anlesen. Ich schreibe ja einen Blog. Also ich versuche dann auch immer Sachen zu ergänzen. Je nachdem, zum Beispiel der Holunder in die Vegetation, ist das weiter fortgeschritten. Also jetzt kann man die Beeren sammeln. Die Beeren sind jetzt reif. Ne? Dann ergänze ich das auch immer. Also es lohnt sich auf jeden Fall, immer mal wieder in den Blog reinzugucken und das durchzulesen. Ich komme nicht immer dazu, aber ich bemühe mich schon, das irgendwie so ein bisschen aktuell zu halten. Ja, das mal zum Thema Wildpflanzen. Und ja, ich hoffe, ich habe jetzt ein paar Fragen beantwortet. Live gehen geht leider nicht, weil ich kann jetzt nicht einhändig tippen und parallel hier mit Shiva gehen. Ich sehe dann auch nicht so gut bei der Sonne. Also seht es mir bitte nach, dass ich jetzt dann nicht live gegangen bin. Aber das werde ich mal nachholen. Und dann könnt ihr mir auch live dann mal ein paar Fragen stellen, die ich euch dann beantworte. Also, einfach machen. Einfach machen. Okay, also, dann haut rein. Okay, also, ach, wieder wundervoll hier in der Natur. Schön, 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 schön. Okay, also, wundervollen Tag und bis bald. Tschüss.